Ende Februar und der Rhabarber treibt schon. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Jetzt bin ich dort im Garten, ein bisschen rumwurschteln, weil es heute so herrlich ist. Jetzt sehe ich, dass der Rhabarber schon treibt. Was macht man denn da? Weil Mitte, Ende Februar, da kann noch März, da kann noch Frost kommen und dann wäre der kaputt. Schau doch mal her, da sieht man sogar schon das Blatt, wie das da sich entwickelt. Ich mache jetzt da nämlich Folgendes, ich werde da einfach ein bisschen Kompost drauf drüber geben, weil Kompost kriegt der Rhabarber sowieso immer im Frühjahr bei mir, dass er wegen geschützt ist, einfach zudecken damit. Und wenn er aber jetzt dann wieder durchschlägt, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Was ich da immer mache, das ist, ich stülpe einmal drüber. Ich stülpe die abends drüber und früh tue ich es wieder runter. Außer es ist sehr kalt, dann lasse ich die Eimer einfach drüber. Ne? Weil den muss man dann einfach schützen. Außerdem, wenn man dann einmal drüber tut, dann kriegt man ein bisschen früher einen Rhabarber. Da haben wir mal ein Video drüber gemacht, das müsst ihr mal anschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Gell? Schaut doch mal nach, wenn ihr es wissen wollt. So, schaut her, jetzt habe ich es einfach mal abgedeckt. Jetzt kann im Moment so kann nichts passieren. Hab gleich ein wenig Dünger mit rum, halt, da bin ich ein wenig hinkommen. So, irgendwann hacke ich das dann ein bisschen ein, aber da muss ich jetzt erwarten, weil es kann ja irgendwo an der Stelle unten jetzt auch wieder Trieb sein und dann hacke ich den zum Schluss weg. Das macht man nicht, ne? Ja, jetzt ist er wenigstens wieder geschützt, aber ich muss dann so in 2 Tagen, muss ich schon wieder rausschauen. Es kann sein, dass er schon wieder weiter rausspitzt und dann einfach einmal drauf und dann hat sich die Sache. Schaut doch mal euren Rhabarber an, wie weit der schon ist. Kann sein, dass der noch weiter ist, weil es kommt ja immer auf die Gegend drauf an. Ne? Bei uns ist er halt jetzt so. Aber da herüben habe ich auch einen. Das sehe ich aber. Doch, der war auch schon da. Sieht man, da treibt er auch schon. Ja, da muss ich auch was drauf tun. Weil das wäre schade. Das ist nämlich der rote, da sind die Stiele ein bisschen dünner, die Rhabarberstängel. Aber der schmeckt gut. Den kann man auch mit Schale sogar essen, aber den anderen nicht. Dafür hat er andere dickere Blätter, Stiele. So. Jetzt das reicht dabei wieder. Also, wenn es das Wetter zulässt, dann schaut mal nach euren Rhabarber und deckt ihn ab. Wäre schade, wenn er erfrieren wird, weil es kommt mit Sicherheit auch noch einmal ein Frost. Also, nehme ich schon an, denke ich schon. Wenn euch mein Tipp gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Abonniert auch meinen Newsletter, der wöchentlich erscheint und schaut meinem Shop vorbei und bis morgen. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.